Hallo zusammen, bei mir hat es vorhin geklingelt und zwar war AliExpress da. Das eine habe ich jetzt gerade aufgeschnitten, weil ich schon mal angefangen habe zu drehen, aber mein Mann hat Fernsehen geguckt und das wollte ich jetzt nicht mit drin haben. So, ich habe hier einen Magneten für meine Folie und zwar beim Painten fand ich den recht schön. Also der hat hier, wie gesagt, diese Magneten, die legt man unter das Bild. Und dann kann man die Folie umknicken und wird dann gehalten von einem süßen Regenbogen. Finde ich total süß. Musste ich haben. Ja, habe ich dann bei AliExpress bestellt. Und ja. Genau. Dann habe ich noch ein Paket mit Leuchtsteinchen. Ich gucke mal, ob es auch wirklich die sind, die ich bestellt habe, oder ob die mir die falschen geschickt haben. Wir schauen mal einfach rein. Ich will jetzt auch nichts kaputt schneiden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen knifflig, ne? Ich weiß ja nicht, wo der Beutel anfängt. Ich habe mir 100 Gramm bestellt, weil ich so einiges vorhabe und ich werde natürlich auch weiterhin bei Janine X bestellen. Aber ich wollte mal die testen. Ja, die eckigen. Einen dicken Beutel. Eckiger. Oh, da habe ich auch Sinn aufgeschnitten, glaube ich. Ja, da kommen welche raus. Das ist das Problem, wenn man mit Schere das Ganze öffnet. Ach, ist das doof. Na gut. Aber ihr seht, ich habe hier einen großen Beutel mit Glow-in-the-Dark-Steinchen. So, die muss ich jetzt irgendwie in den Beutel zurückbringen. Ansonsten, ich fülle die jetzt gleich mal um. Oh, die sind leicht aufgeladen von der Lieferung. Das ist natürlich echt blöd. Hoppala. Da fliegen mir die Steinchen. So. Ja. Ich werde das Ganze jetzt mal erstmal kurz umfüllen. Und dann quatschen wir weiter. Ich gucke mal eben, wo das Loch hier in der Folie ist, wo ich hier reingeschnitten habe. Da habe ich reingeschnitten. Ja, müsste man eigentlich nur zukleben. Aber guckt euch mal die Menge an. Also das Fixieren ist heute echt blöd. So, guckt euch mal die Menge an. Das ist der Wahnsinn. Freue ich mich total. 100 Gramm für 13 Euro irgendwas war das. Ja. Ich werde das Ganze jetzt mal umfüllen, weil die fallen mir hier alle raus. Moment. So, habe das Ganze jetzt mal in einen Zipbeutel gepackt, damit hier nichts mehr passieren kann. Wenn was rauskippt, kippt es raus. Also wie ihr sehen könnt, es ist ein schöner großer Beutel mit 100 Gramm. Und das wird auf jeden Fall für das reichen, was ich vorhabe. Und zwar habe ich mir ein Hochzeitsbild bei Diamond Painting mit Herz bestellt. Und ja, ich bin da überlegen, da den Hintergrund leuchtend zu machen. Oder aber für ein paar meiner anderen Bilder. Ich habe so viele Bilder, wo ich diese Leuchtsteinchen super unterbringen kann. Und ich habe einfach zugeschlagen, als die gerade günstig im Angebot waren. Es gibt die Leuchtsteinchen und die RB-Steinchen jetzt auf AliExpress. Natürlich dauert der Versand viel, viel länger als von Janine. Ich wollte einfach mal den Vergleich haben von Kosten und Versand. Wenn man es schneller möchte und ist eigentlich vom Preis her dasselbe, kann man so sagen. Ja, nicht ganz dasselbe, aber wenn man es schnell haben möchte, sollte man bei Janine X bestellen. Die hat auf jeden Fall die eckigen, leuchtenden Steinchen und RB-Steinchen immer da. Und ja, aber wenn ich das so sehe, die Qualität ist ganz gut, ne? Das sind Harzsteinchen. Das heißt, ihr werdet da keine Probleme haben, irgendwie mit Nasen oder so. Und, oh, guck mal, da ist Müll. Nicht schlimm. Aber die Steinchen an sich sind sehr, sehr schön. Ja. Kann man bestimmt gut erkennen, so. Die 5200, das ist weiß. Oh, ich konnte es einfach nicht lassen. Und dazu hier dieser schöne Magnet, der da meine Folie immer halten darf ab jetzt. Ja. So, hat mich gefreut. Also ich hatte das Ende Dezember bestellt und
Gerade eben kam es an, am 26.01. um 16 Uhr. Jo, kann man nichts sagen. Das waren jetzt 3 Wochen. Ist okay. Kann man machen. Also fast 4 Wochen. Aber das ist in China ja normal. So 4 bis 6 Wochen sollte man immer einrechnen, wenn man bei AliExpress bestellt. Also ich wollte mir ab jetzt immer so ein kleines Lager machen mit Leuchtsteinchen, AB-Steinchen und. Und da finde ich das hier mit den größeren Säcken sehr cool. Das sollte Janine vielleicht auch mal überdenken, ob sie da nicht so eine Specials macht mit so großen Säcken. Also 100 Gramm Dinger verkauft für 15 Euro oder so. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Da würde ich kaufen ohne Ende. Nein, aber ja, die Idee wäre nicht schlecht, so große Pakete zu verkaufen. Ich glaube, da wäre sie ganz schnell alle Steine los. Das wäre aber dann problematisch, weil dann kommt sie gar nicht hinterher mit dem Nachbestellen. Ja, wie gesagt, ich wollte diese jetzt mal ausprobieren, damit ich nicht dauernd nachkaufen muss und nachkaufen muss. Ich weiß nicht, wie lange ich damit auskomme. Aber 100 Gramm sind ja doch schon sehr viel. Also, ja. Ich wollte erst mehr bestellen, aber ich dachte mir, nee, komm, probier's ja erstmal aus. Vielleicht sind die Steine ja auch nicht so gut. Aber die sehen sehr, sehr schön aus. Von daher werde ich sie benutzen und ich freue mich schon riesig drauf. Ja. Meine Bilder können jetzt richtig leuchten. Ja, gut. Also, seid mit dabei, wenn wir Leuchtbilder painten und diese Steine benutzen. Und diesen Magneten natürlich auch. Den Preis von dem Magneten, den kann ich euch jetzt mal eben sagen. Den habe ich nämlich hier vorliegen. Muss ich mal eben auf AliExpress gehen. Ich habe den Magneten gesehen und ich war sofort verknallt. Also ich finde, der hat sich gelohnt. Der sieht sehr, sehr schön aus. AliExpress. So. Dann gehen wir auf Bestellungen. Also wie gesagt, wenn ihr bei AliExpress diese Steine bestellen wollt und diesen Magneten, die Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Da braucht ihr einfach nur draufklicken und könnt bestellen. Hallo meine Lieben, hier eine kleine Roomtour. Ich zeige euch mal, was ich hier so drin habe. Und zwar hier sind alle Kleinbilder. Hier, wie immer, alle Steinchen. Die Schubladen sind voll mit Steinen. Da haben wir noch ein paar Bilder drin, die wir noch machen diese Woche. Da ist mein Arbeitstisch. Hier haben wir das Projekt Bud Spencer Terence Hill drin und die Toolkits, die ich Silvia zuschicke. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, der kleine Schreibtisch da hinten bleibt, wie er ist. Natürlich mit Baby Yoda hier oben drauf, das bleibt so. Hier alles für die Medizinbecher, das bleibt auch erstmal so. Und jetzt kommt das, was neu ist. Und zwar waren wir heute beim Lidl. Und ja, die Lichterkette bleibt dran. Ich finde sie einfach schön. Ja, wir waren heute beim Lidl und haben 2 Regale gekauft. Die wurden langsam mal nötig. Und ich finde es viel besser, als alles da hinten in der Ecke einfach rumfliegen zu haben. Dann haben wir hier meinen Rollcontainer. Dann haben wir hier noch ein Regal. Da habe ich jetzt gerade mein Bud Spencer Terence Hill Bild dran gehangen. Damit es auch nicht knickt. Und wie gesagt, also hier haben wir Acryllack, hier haben wir die ganzen mittelgroßen Bilder und mittelkleinen Bilder. Da haben wir Air-Action-Bilder, Zubehör, da haben wir die ganzen Koffer, da kommen noch einige Koffer dazu, die noch unterwegs sind. Kleinkram kommt dann immer in die Stoffschubladen und ganz unten haben wir Technikkrams und Reststeinchen. Ja. Und hier, ja, da kommt auch noch Kleinkram rein, wenn sich mal was sammelt. Ich kriege in den nächsten Jahren bestimmt noch einiges zusammen. Diese Kisten da werden auch noch zusammengebaut. Da kommen die Reststeinchen sortiert rein. Die haben nämlich so kleine Fächer für Christbaumkugeln. Und da kann man sich richtig schön ordnen. Das ist natürlich echt top. So, wie gesagt, hier kann noch Kleinkram rein. Und ja, da haben wir hier in den Regalen auch noch ein paar Sachen. Das ist so bis jetzt meine Ecke. Ja. Wundert euch nicht. Das Papier mal weg. Das ist bis jetzt meine Ecke. Und ich finde, es macht sich so langsam. Also es tut sich was. Ich habe Stauraum.
Und Wahnsinn, ich sag's euch, Wahnsinn. Das ist so ein anderes Gefühl, wenn man hier reinkommt und alles ist geordnet. Wahnsinn.